Ja, besonders unter Strom stehen derzeit offenbar die Drogendealer in Tschechien. Sie versuchen neuerdings, ahnungslose Urlauber als Drogenkuriere zu missbrauchen. Sie befestigen das Rauschgift einfach unter dem Auto der Touristen und holen sich die Ware dann auf bayerischer Seite wieder ab. Mehr über diese neue Masche jetzt von Oberpfalz-Reporter Daniel Neumuth. Nachgemachte Designerkleidung vom Vietnamesenmarkt oder günstige Lebensmittel aus Duty-Free-Shops. Wer in Grenznähe wohnt, für den kann sich ein kurzer Abstecher nach Tschechien durchaus lohnen. Doch Vorsicht, Drogendealer haben die Parkplätze im Visier, nutzen die Zeit, machen ahnungslose Touristen zu Drogenkurieren. Die Masche ist denkbar einfach. Eine Magnetbox befestigt am Fahrzeugboden, vollgepackt mit Drogen. Ohne es zu merken, bringen die Opfer die Drogen über die Grenze, bis die Dealer sie sich heimlich in Bayern wiederholen. Ich finde es bodenlos, weil bestimmt keiner irgendwo nach dem Einkaufen erstmal sein Auto inspiziert. Man kann jetzt nur noch zu zweit herfahren und einer muss am Auto warten. Als unschuldiger Bürger kann man ja eigentlich nichts dafür und kommt dann in so eine Sache hinein. So wie eine Familie aus Nürnberg, die bei Weithaus kontrolliert wird. 204 Gramm Crystal transportieren die vier über die Grenze in einer Magnetbox unter ihrem Auto. Glück für die Familie, dass der Zoll die Dealer schon länger im Visier hat. Durch konkrete Hinweise sind wir auf die Tatverdächtigen aufmerksam geworden. So haben wir durch kriminaltaktische Maßnahmen wie Observation und Telefonüberwachung mitgekriegt, wie die sich bewegen. Doch oft gibt es solche Hinweise nicht. Und dann ist jeder, auch wenn er ahnungslos Drogen einführt, automatisch ein möglicher Straftäter. Deshalb heißt es, richtig zu reagieren. Sollten Sie an Ihr Fahrzeug zurückkommen an diesem Parkplatz und unter das Fahrzeug blicken, eine solche Dose entdecken, da raten wir, diese Dose nicht anzufassen, das Fahrzeug nicht zu bewegen, keine Spuren auf dieser Dose zu hinterlassen und unverzüglich die dortige Polizeidienststelle in Tschechien noch anzurufen. Und der gewerbsmäßige Handel mit Crystal floriert. Gerade im Norden und Osten Bayerns explodieren die Aufgriffe immer größerer Mengen. Deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Tourist unfreiwillig zum Drogenkurier wird.